Hallo, ich heiße Tim Sales. Dieser kurze, instruktive Überblick soll Ihnen sehr wertvolle Kenntnisse über Ihr Geld vermitteln. Wussten Sie schon, dass es große Unterschiede darin gibt, was die Armen, die Angehörigen der Mittelschicht und die Reichen am Zahltag für ihr Geld kaufen? Das ist so einfach, aber doch so unterschiedlich, dass es mich fast vom Stuhl riss, als ich zum ersten Mal davon hörte. Ich werde Ihnen genau zeigen, wovon ich spreche. Dann verstehen Sie, warum die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und die Angehörigen der Mittelschicht sind völlig gestresst. Damit dies möglich ist, muss ich Ihnen einige wesentliche Fachbegriffe erläutern, die ich verwende. Die Begriffe, die Sie kennen müssen, lauten Einkünfte. Das ist das Geld, das Sie verdienen. Ausgaben. Das ist das Geld, das Sie ausgeben. Vermögenswerte. Das ist der verwirrendste Begriff. Ein Vermögenswert ist definiert als etwas, das Ihnen etwas zahlt. Wenn Sie Buchhalter oder Finanzplaner sind, werden Sie die Brauen ein wenig heben, da die traditionelle Definition für Vermögenswerte Dinge, die Ihnen gehören, lautet. Mehr dazu gleich. Verbindlichkeiten, das ist die letzte Definition, als Dinge, die Sie etwas kosten. Ein Haus wird üblicherweise als Vermögenswert betrachtet. Kann es aber auch eine Verbindlichkeit sein? Ja. Nach der vorhin verwendeten Definition ist alles, was Sie etwas kostet, eine Verbindlichkeit, kein Vermögenswert. Aber um Ihre Neugier zu befriedigen, ja, ein Haus kann ein Vermögenswert sein. Wann ist es ein Vermögenswert? Wenn es Ihnen Geld zahlt. Wenn Sie ein Haus kaufen, es vermieten und daraus jeden Monat einen positiven Cashflow erhalten, ist es ein Vermögenswert. Viele dieser Informationen erhielt ich übrigens in zwei Büchern von Robert Kiyosaki, und zwar Reichtum kann man lernen und Forever Rich. Wenn Sie diese Bücher noch nicht gelesen haben, müssen Sie sie unbedingt sofort kaufen und lesen. Noch einmal zu den Definitionen, um sicher zu gehen. Einkünfte sind das Geld, das Sie erhalten. Ausgaben sind das Geld, das Sie ausgeben. Ein Vermögenswert zahlt Ihnen etwas und eine Verbindlichkeit kostet Sie etwas. Schauen wir jetzt, was die Armen am Zahltag kaufen. Am Zahltag kaufen die Armen das, was ich Kram nenne. Was ist Kram? Billige Dinge, welche die Leute kaufen, die sie aber nicht zum Überleben brauchen. Sie gehen in jemandes Haus und können keinen freien Platz auf einem Tisch im gesamten Haus finden, weil überall Zeug liegt. Sie können keine freie Fläche an den Wänden sehen, weil überall dieser Kram hängt. Woher haben Sie diesen Kram? Sie haben ihn auf dem Flohmarkt gekauft, bei Ausverkäufen, in Ramschläden und bei Kunstgewerbeverkaufsausstellungen. Ihr Haus und Ihr Auto sind vollgestopft mit diesem Kram. So gehen die Einkünfte am Zahltag ein und wandern sofort in die Spalte Ausgaben. Die Armen begreifen nie, was Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind. Sie rechtfertigen die Tatsache, dass sie den Kram kaufen, damit, dass es sehr billig ist. Ja, es war sehr billig, preiswert, hat wenig Geld gekostet, aber über die Jahre betrachtet ist es alles, was sie jemals hatten. Das Problem liegt darin, dass ihre Einkünfte niemals mehr Einkünfte produzieren. Ich kenne diese Gruppe sehr gut, weil ich selbst dazu gehörte, weil ich so aufgewachsen bin. Ich will auf keinen Fall diese Gruppe bzw. diese Menschen von anderen Gruppen isolieren oder sie schlecht machen. Ich sehe nur eine Menge finanzieller Schwierigkeiten, die es nicht zu geben brauchte. Ich möchte Ihnen nur helfen und hoffe, dass Sie die Informationen an Menschen weitergeben, um die Sie sich sorgen. Reichtum zu schaffen ist kein Wunder, es ist eine Formel. Der einzige Grund, warum jemand keinen Reichtum schafft, ist die Tatsache, dass er die Formel nicht kennt oder nicht weiß, wie er sie anwenden muss. Schauen wir uns nun die Mittelschicht an. Die Mittelschicht ist die Gruppe, von der die Gesellschaft fälschlicherweise denkt, sie sei reich. Sie ist es aber nicht. Zwar haben die Angehörigen der Mittelschicht Einkünfte im sechsstelligen Bereich, aber durch das, was sie am Zahltag kaufen, bleiben sie in der Mittelschicht gefangen. Sie kaufen am Zahltag Verbindlichkeiten. Erinnern Sie sich an die Definition für Verbindlichkeiten? Dinge, die sie etwas kosten. Durch den Kauf von Verbindlichkeiten wandert immer mehr Geld in die Ausgabenspalte. Verbindlichkeiten sind zum Beispiel Autos, Boote, Häuser, Flugzeuge, Kreditkartenschulden und so weiter. Lassen Sie mich erklären, wie das vor sich geht. Am Zahltag erhalten die Angehörigen der Mittelschicht einen schönen großen Gehaltscheck, sagen wir 15.000 Euro pro Monat. Sie teilen das Geld in zwei Hälften auf. Von der einen Hälfte bestreiten sie ihre monatlichen Ausgaben und mit der anderen Hälfte leisten sie sich eine Anzahlung für ein neues Auto. Das Auto kostet 7.000 Euro Anzahlung und einschließlich Versicherung und Unterhaltskosten belaufen sich die Verbindlichkeiten auf weitere 1.100 Euro jeden Monat. Nach einigen Monaten wollen sie ein Boot, dann ein Ferienhaus, eine Rolex-Uhr per Kreditkarte, einen Urlaub per Kreditkarte.
Bevor Sie sich versehen, sind durch die Verbindlichkeiten Ihre Ausgaben bis zur Höhe der Einkünfte oder sogar noch darüber hinaus gestiegen. Sie geben also genauso viel oder mehr aus, als Sie verdienen. Das bedeutet, dass Sie jeden Monat zur Arbeit gehen und einen gewissen Geldbetrag verdienen müssen, um Ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Die andere wichtige Tatsache, die sowohl auf die Armen als auch auf die Mittelschicht zutrifft, ist, dass normalerweise Ihre gesamten Einkünfte von Ihrer eigenen Tätigkeit abhängen. Das heißt, Sie haben gelernt, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten gegen das Geld von jemand anders einzutauschen. Hier ist ein Beispiel. Ein Rechtsanwalt kennt sich in Rechtsfragen aus. Die Leute bezahlen ihm im Tausch für dieses Wissen Geld als Stundenhonorar. Das Problem besteht darin, dass der Rechtsanwalt kein Geld erhält, wenn er sein Wissen nicht mit einem Klienten teilt. Er ist vor Stress gespannt wie eine Klaviersaite. Und wenn Sie mit ihm essen gehen wollen, wird das sehr selten möglich sein, weil ihn die Zeit, die er sich dafür nehmen muss, zu viel Geld kostet. Oberflächlich ist dieses Leben angenehm. Tatsächlich ist es wie auf einer Achterbahn. Das war die Mittelschicht. Schauen wir nun, was die Reichen kaufen. Am Zahltag kaufen die Reichen Vermögenswerte. Noch einmal, ein Vermögenswert ist etwas, das ihnen etwas bezahlt. Wenn Sie reich werden möchten, kaufen Sie Vermögenswerte, dann erhöhen sich Ihre Einkünfte. Der Geldkreislauf sieht wie folgt aus. Der Kauf von Vermögenswerten produziert Geldmittel. Der Kauf weiterer Vermögenswerte produziert weitere Geldmittel. Der Kauf von noch mehr Vermögenswerten produziert noch mehr Geldmittel. Die Reichen geben ihr Geld aus, indem sie Dinge kaufen, die mehr Geld hervorbringen. Hier sind einige Beispiele für Vermögenswerte, die mehr Einkünfte produzieren. Am deutlichsten sind Kapitalanlagen, Aktien, Obligationen, Immobilien. Bildung ist ein weiterer Vermögenswert. Wenn Sie etwas lernen und dies anwenden, produziert das mehr Einkünfte. Sie erwerben also einen Vermögenswert. Eine wichtige Aussage lautet, wenn Sie denken, Bildung sei teuer, beachten Sie, wie teuer Dummheit ist. Ein anderes Beispiel für Vermögenswerte, die Sie erwerben können, sind Geschäfte, vor allem solche Geschäfte, die passive Einkünfte schaffen. Passiv bedeutet, dass dieses Geschäft, wenn es einmal aufgebaut wurde, Geld abwirft, unabhängig davon, ob Sie weiter daran arbeiten oder nicht. Ein kleines Beispiel. Sie kaufen einen Spielautomaten und stellen ihn in einem Einkaufszentrum auf. Sie geben die Gewinne nicht aus, sondern sparen sie, bis sie einen weiteren Spielautomaten kaufen können und in einem anderen Einkaufszentrum aufstellen können. Das war übrigens Warren Buffetts erstes Geschäft. Die Reichen sind außerordentlich bemüht, solche Geschäfte mit passiven Einkünften zu finden, weil sie daraus Monat für Monat und Jahr für Jahr ein Einkommen erhalten, und zwar lange nachdem sie nicht mehr aktiv an dem Geschäft arbeiten. Das ist der Weg, über den ich meine Millionen gemacht habe. Ich habe ein Geschäft mit passiven Einkünften gefunden, dieses aufgebaut, und es zahlt mir weiterhin jeden Monat ein Einkommen, Jahr für Jahr. Ich nahm den Gewinn, vervielfachte ihn in einem anderen passiven Geldgeschäft und wieder in einem anderen. Ich habe folgende Schlussfolgerung gezogen. Sie können diese passiven Geldgeschäfte nicht finden, wenn Sie nicht bereit dazu sind. Sie müssen sich öffnen, um davon zu erfahren. Ich sage das, weil ich zum Beispiel auf eine kleine Anzeige geantwortet habe und letztendlich durch dieses Inserat mehrere Millionen Dollar verdient habe. Diese Geschäfte gibt es, Sie müssen sie nur suchen. Sie müssen auch klug genug sein, die richtige Situation zu erkennen, wenn sie sich zeigt, um die Chance nicht zu verpassen. Halten wir also fest, die Armen kaufen Kram, die Angehörigen der Mittelschicht Verbindlichkeiten und die Reichen Vermögenswerte, bevorzugt Geschäfte, die passives Geld hervorbringen. Ich hoffe aufrichtig, dass Sie aus dieser Erklärung einiges gelernt haben. Ich hoffe auch, dass ich ein wenig Ihres Vertrauens gewonnen habe, sodass Sie eine Empfehlung, die ich Ihnen als Hilfestellung geben will, aufgeschlossen gegenüberstehen und dass Sie einer Bitte von mir entsprechen. Hier ist meine Empfehlung, die Ihnen helfen soll. Investieren Sie in die folgenden zwei Bücher. Das eine heißt »Reichtum kann man lernen« und das andere, die Fortsetzung »Forever Rich«. Lesen Sie sie aufmerksam durch. Befolgen Sie anschließend sofort die Richtlinien in dem Buch. Legen Sie es nach dem Lesen nicht einfach weg. Lesen Sie es gründlich durch, unterstreichen Sie wichtige Stellen, machen Sie am Rand Anmerkungen oder Eselsohren an wichtigen Seiten. Was Sie bisher in dieser Erklärung erfahren haben, ist nur ein kleiner Teil der Informationen aus einem dieser Bücher. Diese Bücher ändern Ihr Leben. Das ist kein Trick, das ist Realität.